Inhalte dieser Lehreinheit sind die Grundlagen der Neurorehabilitation in Bezug auf die Plastizität des Gehirns. Und wir besprechen die Möglichkeiten, welche Neuroplastizität nach Pathologien bietet. Neuroplastizität bedeutet, dass sich das Gehirn regelmäßig neu organisiert. Es adaptiert sich an äußere Einflüsse. Das ist notwendig, damit wir uns regelmäßig verbessern können und bei Verletzungen oder Erkrankungen auch auf die veränderte Situation reagieren können. Es ist also ein ständiger Prozess bei Gesunden und findet auch statt, wenn es Verletzungen gibt. Entweder Verletzungen des muskuloskeletalen Bereichs oder Nervenläsionen, peripher oder zentral. In solchen Fällen verändert sich die Repräsentation im Gehirn jener Körperregionen, die verletzt sind. Grund hierfür kann sein, dass es vermehrten sensorischen Input gibt. Je nachdem, wie differenziert die Gliedmaßen eingesetzt werden, umso besser wird beobachtet, dass sie sich auf kortikaler Ebene abgrenzen. Beispielsweise sind bei Klavierspielern, die ihre Finger sehr differenziert trainieren, diese Finger im Kortex sehr deutlich ausgeprägt und repräsentiert. Ist der sensorische Input vermindert, wie nach einer Lähmung oder einem Schlaganfall oder einer Verletzung, dann kann es sein, dass die kortikale Repräsentation im Gehirn kleiner wird und dass die Neuronen von benachbarten Arealen übernommen und für andere Funktionen eingesetzt werden. Neuroplastizität ist also von Erfahrungen abhängig. In folgenden Prinzipien wird dargestellt, wie wir Neuroplastizität gezielt fördern können. Das erste Prinzip lautet Use it or lose it. Wenn wir Schaltkreise länger nicht benutzen, dann bauen wir sie ab. Aus diesem Grund verringert sich die Repräsentation im Gehirn, wenn es einen verminderten sensorischen Input gibt. Wird also eine Funktion nicht benutzt, dann geht sie verloren. Das zweite Prinzip lautet Use it and improve it. Wenn wir gezielt trainieren, dann verbessert sich die Performance und wir können plastische Veränderungen im Gehirn beobachten. Patienten und Patientinnen erkläre ich das gerne so, dass wir im Gehirn Autobahnen und Feldwege haben. Feldwege sind jene, die wir selten benutzen. Autobahnen sind die Verhaltensweisen oder motorischen Fähigkeiten, die wir ganz oft anwenden. Durch die regelmäßige Anwendung planieren wir quasi unseren Weg und bauen ihn zu einer Autobahn aus. Benutzen wir einen Weg sehr selten, wird er wahrscheinlich von Gras überwachsen und ist irgendwann nicht mehr zu finden. Das ist hilfreich für Patienten und Patientinnen, wenn sie eine Bewegung neu erlernen, denn dann wissen sie, dass sie den Weg häufiger benutzen müssen und dann auch eine Verbesserung erreichen können, weil sich im Gehirn die Synapsen anbahnen und sich das Erlernte festigt. Specificity matters. Wir sollten also aufgabenbezogene Übungen durchführen, die führen zu größerem Erfolg. Einfach motorisch aktiv sein reicht nicht. Auch die Wiederholungsanzahl ist von Bedeutung. Denn nur wenn wir viele Wiederholungen durchführen, dann sind neurale Veränderungen dauerhaft. Die Intensität ist wichtig. Neurale Plastizität erfolgt nur bei ausreichend hoher Trainingsintensität. Denn wir benötigen die neurale Potenzierung. Die Zeit spielt insofern eine Rolle, als unterschiedliche Formen von Plastizität zu unterschiedlichen Zeiten des Trainings erfolgen. Die Rehabilitation sollte generell lieber früher als später erfolgen. Und es gibt Zeitfenster, in denen die Anregung von Neuronen der Läsionsstelle besonders effektiv ist. Salience matters. Das Training muss wichtig sein und es muss voller Aufmerksamkeit erfolgen. Auch das Alter spielt eine Rolle. Jüngere Gehirne reagieren rascher mit Neuroplastizität durch Training. In fortgeschrittenem Alter lernen die Personen besser, wenn zusätzliche Verfahren angewendet werden, die die Neuroplastizität unterstützen, also beispielsweise Medikamente oder transkranielle Magnetstimulation. Transference
Haben wir eine Leistung erworben, dann werden wir ähnliche Leistungen leichter erlernen. Eine Leistung generalisiert sich nicht automatisch auf andere. Die Leistungen müssen einander ähnlich sein. Und Training, das eine verlorene Bewegung wiederherstellt, löst weitere motorische Verbesserungen aus. Interference. Eine Erfahrung kann den Erwerb anderer Leistungen beeinflussen. Wenn wir Kompensationen antrainieren, wird es schwieriger für uns, verlorene Bewegungen wiederherzustellen. Durch zentrale Läsionen kann die Empfindlichkeit auf Reize verändert sein. Liegen im zentralen Nervensystem Pathologien vor, dann gelten drei grundlegende Mechanismen, um Funktionen nach neurologischer Schädigung wiederzuerlangen. Einer dieser Mechanismen ist die direkte Erholung. Ein zweiter Mechanismus ist die Wiederherstellung. Und ein dritter Mechanismus ist die Kompensation. Im Folgenden möchte ich diese drei Mechanismen näher erläutern. Die Erholung basiert darauf, dass sich die beschädigten Neuronen von selbst regenerieren. Bildet sich beispielsweise eine Raumforderung zurück, dann ist kein Druck mehr auf den Nerven und die geschädigte Struktur kann sich erholen. Im Mechanismus der Wiederherstellung baut unser Gehirn neuronale Strukturen um oder bildet sie neu, um ihre Funktion wiederzuerlangen. Dies passiert beispielsweise durch Sprouting. Hier beginnen beschädigte Axonen wieder zu wachsen. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass Neuronen bisher ungenutzte synaptische Verbindungen für sich in Anspruch nehmen. Der dritte Mechanismus kommt zum Einsatz, wenn wir unsere Funktionen nicht wiederherstellen können, dann müssen wir neue Strategien entwickeln, um unsere beeinträchtigten Funktionen zu ersetzen. Dies waren die Grundlagen der Neuroplastizität bei Gesunden und nach Pathologien. Wie die Neurorehabilitation bei der Pathologie des Schlaganfalls erfolgt, stelle ich in einer weiteren Lehreinheit vor und würde mich freuen, Sie bei dieser auch begrüßen zu dürfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.